Schön, nicht wahr? Ja.
Paul, ich muss mit dir reden. Also seitdem du hier bist, hat sie sich total verändert. Findest du nicht? Ich weiß nicht. Sie strahlt förmlich. Was meinst du? Kann sein. Paul, ich muss wirklich mit dir reden. Ich glaube, sie wird niemals hier ausziehen. Da bin ich mir absolut sicher. Ich auch. Du auch? Hat sie mit dir geredet? Ja. Also nein. Wie du weißt, habe ich eine emotional anstrengende Woche hinter mir. Ja? Ja. Man beerdigt nicht eine Woche seine lebende Mutter. Das habe ich ja total vergessen. Sag mal, wie geht sie eigentlich? Meiner Mutter? Ja. Der geht's gut. Weißt du Bescheid? Dass sie tot ist? Nein, das hat sie nicht gesagt. Gut. Ist wahrscheinlich auch besser so. Ja, das glaube ich auch. Du wirst es mir wahrscheinlich übel nehmen. Aber im Grunde genommen kommt jeder dabei auf seine Kosten. Vor allem du. Es ist nicht so einfach zu erklären. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Du musst mir doch nichts sagen. Ich habe alles längst verstanden. Ach ja. Ich weiß genau, was du sagen willst. Ich glaube nicht. Ah, doch. Hat es mit so viel zu tun? Ja. Ja. Du benimmst dich absolut ekelhaft. Sie findet dich toll. Du sollst mal was unser ganzes Geschirr. Sie findet dich toll. Du klaust uns unser Schlafzimmer. Sie findet dich toll. Man muss schon total blind sein oder ein absoluter Idiot, um das nicht zu kapieren. Das stimmt. Dabei hast du dir alle Mühe gegeben, ihr zu missfallen. Ich habe genau das getan, was du mir gesagt hast. Ich konnte nicht erachten, dass es so ausgeht. Nimm es mir nicht übel. Bist du verrückt, dir das übel zu nehmen? Es war die beste Idee, die ich je hatte, dich hier einziehen zu lassen. Jetzt weiß ich wenigstens, wo ich dran bin. Freut mich, dass du es so siehst. Ich bin mir jetzt absolut sicher, dass Sophie verliebt in mich ist. Ja. Aber ihr seid schon sowas wie beste Kumpels geworden. Und ich werde ja klar. Ja, na klar. Aber ich finde es ja gar nicht schlimm. Ich finde das ja gut, dass ihr euch so gut versteht. Das freut mich richtig. Das freut dich? Was ist denn mit dir? Du bist ja ganz blass. Ach ja?